Mein Name ist Stefan Kaufmann, ich bin im Produktmanagement der Allplan verantwortlich für die BIM-Strategie und für die Integration neuer Technologien, komme aber eigentlich aus der Forschung, vor 5 Jahren noch Geschäftsführer vom Leonhard Obermeier Center, eines der größten Forschungszentren weltweit für die Digitalisierung des Bauwesens. Worum geht es heute? Ich möchte mit Ihnen mal den Blick nach vorne wagen und schauen, was passiert eigentlich die nächsten 3 bis 4 Jahre, vielleicht auch 5 Jahre. Was kommt da? Völlig klar, wir haben also hier in Zukunft KI im Einsatz und wir sind seit 3 Jahren eben in diesem Forschungsprojekt hier beteiligt. Das heißt, BIMKit wird gefördert eben vom Bundesministerium für Verkehr und Klimaschutz. Und die verfolgen eben dort, oder wir verfolgen mit vielen Partnern dort das Ziel, dass wir diesen Prozess von der Punktwolke zum BIM-Modell mit KI automatisieren. Und das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Es ist auch sehr stark gefördert. Und das bezieht sich jetzt auf Brückenbau, auf die Infrastruktur, aber auch auf den Hochbau. Aber unser Anteil als assoziierter Partner bezieht sich jetzt auf einen ganz kleinen Bereich dort, eben auf die automatisierte Modellierung von Brückenbestand. So, kurz zu meiner Firma. Ich bin Teil der Nemetschek-Gruppe, einer von diesen 3600 Mitarbeitern. Wir sind das größte deutsche Bausoftwarehaus, operieren weltweit, haben 7 Millionen Nutzer und sind auch schon so auf dem Weg zur 1 Milliarde Umsatz. Also eines der wenigen Unicorns, die im DAX sind und die auch im IT-Bereich aus Deutschland kommen. Also nach SAP zweitgrößte IT-Firma Deutschlands. Ja, ich habe schon gesagt, es geht um KI hier. Den kennen Sie wahrscheinlich alle. Sam Altman, der ist eben Geschäftsführer von OpenAI, war kürzlich in München. Und der Kern, warum wir das tun, ist einfach, weil wir davon ausgehen, dass einfach in den nächsten 3 bis 4 Jahren ein großer Teil der Wertschöpfung auch im Bauwesen durch KI unterstützt wird oder durch KI automatisiert wird. Und deswegen ist es natürlich für uns als IT-Haus maßgeblich entscheidend für die Zukunft des Erfolgs, dass wir dort auch eins der führenden Firmen sind. Wir haben selber ein Forschungsinstitut gegründet mit 50 Millionen an der TU München, wo wir nur auf KI im Bauwesen schauen. Also wir nehmen das Thema völlig ernst und wir wollen eben nicht, dass diese Wertschöpfung irgendwo in die USA oder nach Asien abfließt, sondern wir wollen, dass das einfach hier auch in Deutschland, dass wir da führende Tools haben. Hier mal so ein Überblick, warum ist es so wichtig, Wertschöpfung. Ganz da unten haben wir das, was unsere Kunden auch haben, viel Pläne und viel Punktwolken und wir wissen, diese Daten werden immer mehr wert, Vermögenswert von Daten, je höher die Daten strukturiert sind. Das sind wir schon bei BIM, ja, also schon die semantischen Modelle, Verknüpfungen hier mit Klassifikationen, Ontologien und eins drüber, zeige ich Ihnen gleich nochmal, Wissensmodelle, parametrische Modelle zum Beispiel. Da haben wir eben eine ganz tolle Lösung für die Automatisierung von Brückenentwürfen schon heute im Markt. Und eins drüber nochmal ist das, wo ich versuche heute nochmal einen Impuls zu schaffen, eben die Fragestellung, wie man dann noch höher strukturierte Daten in Form von solchen Large Language Models zum Beispiel für die Automatisierung hier einsetzen können. Ja, das BIMKit-Projekt hat eigentlich 2 große Motivationen, die hier jetzt nochmal dargestellt sind. Auf der einen Seite wissen wir, wir wollen auch Modelle nutzen in Zukunft, um den Gesamtbestand der deutschen Infrastruktur besser auch warten zu können. Also hier Wartungsmodelle, da liefert einfach, wie Sie hier an der Kühlbrandbrücke sehen, das Modell eigentlich diesen zentralen Ort, an dem ich einfach alle Informationen, auch einen Schaden oder vielleicht auch ein Dokument verorten kann, bietet hier also einen leicht zugänglichen Schnittstelle zu allen Daten des digitalen Zwillings. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir hier extremen Druck haben in Deutschland. Sie haben es vorhin auch gehört, 30.000 Brücken gibt es, allein bei der Autobahn. Man geht eben davon aus, dass in den nächsten 7 Jahren 12.000 Brücken saniert oder satzneu gebaut werden müssen. Und da sind wir halt stark und da geht es halt einfach, wie Sie schon hören, beim Ersatzneubau ganz viel halt auch um die Bestandserfassung und die glauben wir, dass die in Zukunft eben auch dann vor allem modellbasiert ist, wenn wir hier einen effizienten und KI-basierten Workflow Ihnen anbieten können. So, wie sieht es momentan aus? Wir haben also schon echt einen coolen Workflow hier im Markt, zum Beispiel mit der Bestandsaufnahme mit diesen
Vigram-Tools, das geht halt sehr schnell mit denen. 15 Minuten habe ich diese Brücke erfasst und dann können wir diese Punktwolke über unseren Partner Scalypso verarbeiten und dann hier rechts ins Altplan bringen. Und was Sie da sehen, ist schon die Brücke, das BIM-Modell der Brücke, das da überlagert ist. Das könnte eben als Vermesser zu Ihrem zukünftigen Geschäftsmodell werden, solche BIM-Modelle dort auch zu liefern. Und ich meine momentan, dieses Modell da drüben, das Besondere ist, das ist jetzt nicht handgezeichnet, sondern das ist eigentlich eben mit Altplan Bridge erzeugen Sie immer einen Konfigurator. Und das ist eben schon anhand von einem parametrischen Modell so da einfach eingepasst. Und so kommen wir halt hier schon mal zu einem Workflow, der bei 4 Stunden liegt. Der kann aber, wenn Sie eine ähnliche Brücke 10 Kilometer weiter haben, haben Sie die zweite Brücke vielleicht in 1 Stunde gemacht. Und daher entsteht eben genau dieser Mehrwert, den Sie sofort erkennen, indem Sie halt mit einer Brückenmodellierung jetzt plötzlich 1000 Brücken abliefern können und aber 1000 Mal abrechnen können. So, das ist so die wirtschaftliche Betrachtung. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die, also wir glauben, dass eben das Konstruieren in Zukunft so eine Art wissensbasiertes Konstruieren ist. Sie haben es gesehen, parametrisch machen wir eh schon mit Bridge. Wir glauben aber, diese zweite Möglichkeit, Wissen zu repräsentieren über Machine Learning, die wird eben auch einen großen Bestandteil unserer aktuellen Arbeitsprozesse erleichtern. Und wir haben auf beiden Bereichen Vorteile, Nachteile. Das ist auch klar, zum Beispiel beim maschinellen Lernen ist halt dieser Algorithmus, der wird immer besser mit der Nutzung. Das ist gut, aber Nachteil ist, dass die Ergebnisse kommen aus einer Art Blackbox raus und ich habe als Ingenieur oder Planer wenig Möglichkeit, mein eigenes Fachwissen dort mit einzubringen. Auf der anderen Seite die parametrische Modellierung. Also gerade wenn Sie eine Brücke 2, 3, 4 Mal machen, da haben Sie halt extrem hohe Effizienzsteigerungen im Unternehmen, aber und Sie haben eine extrem hohe Eingriffstiefe auch, das ist ja ein CAD-basierter Ansatz, aber Sie müssen es halt immer noch selber machen, Sie können es niemals mit einem parametrischen Modell am Schluss voll automatisieren und im BIM-Kit-Projekt glauben wir, dass wenn wir diese beiden Technologien miteinander verschränken, dass wir da eben zum sehr guten Ansatz kommen. Und da haben wir tolle Partner im Projekt, zum Beispiel Elevate, die hatten heute auch schon Vorträge hier, die haben 80 Experten in KI, im Bauwesen, kümmern sich hier um diesen ersten Teil, die Grundlagenermittlung aus Plänen und aus den Scans. Dann haben wir mit Corfin einen hervorragenden Partner für die Trassierung und die Trassenplanung, die auch schon parametrische Modelle nutzen in der Bestandsmodellierung. Und hier hinten mit dem Altplan Bridge dann diesen konstruktiven Ingenieurbau, wo wir wirklich dann in die Planung der Ersatzbrücke reingehen, bis wirklich in die Dimensionierung der Bewährung und ins tiefe Detail. Also das ist so die der Ablauf, den wir momentan auch manuell schon anbieten können und wir glauben, dass wir den eben in Zukunft automatisieren können. So, hier mal ein Beispiel, wie KI eben da eingesetzt werden kann in der Grundlagenermittlung. Elevate, die können eben 100.000, auch 100 Millionen Pläne mit KI anschauen, die können das Wissen extrahieren, die sehen, was steht im Plankopf, welche Elemente sind abgebildet, können aber zum Beispiel auch sagen, wie ist die Lage, richtige Verortung im Geoinformationssystem. Und das ist was, klar, das dauert halt manuell 2 Stunden, bis man das da richtig angepasst hat. In dem Fall geht es halt vollautomatisch. Und von diesen Services sind im BIM-Kit mittlerweile 51 Services entstanden, die dort hintereinander gehängt werden können. A plus S, die sind halt extrem stark bei der Trassenplanung hier, Straße, Bahn, Energie, aber haben auch ein 4D-Modell und auch ein Kostenmodell dahinter. Und Sie sehen auch hier schon eben diese Planung, die ist eben hochflexibel und die kann auch, die hat auch schon ein parametrisches Modell. Altplan Bridge sage ich gar nicht so viel, ich habe ja schon viel gesagt. Also das Interessante hier ist quasi, dass Sie keine Informationen mehr erzeugen. Sondern Sie erzeugen hier immer Programmcode, den Sie danach wieder 100% wiederverwenden können für das zweite Projekt. Also im BIM schaffen Sie ja eine Durchgängigkeit von Daten im Projekt, wie wir gerade auch gesehen haben. Und mit der Wissensmodellierung, Altplan Bridge, da schaffen Sie eben ein Wissensmodell, das Sie in jedem Nachfolgeprojekt wieder einsetzen können. Und das ist natürlich klar, im Hochbau tun wir da uns schwerer, ganzheitliche parametrische Modelle abzubilden, aber gerade im Brückenbau, das sind die Anforderungen halt immer ähnlich und ich habe hier eine sehr hohe Chance mit einer einzigen Brückentyp, den ich da mal konstruiert habe, eben da eine große Vielzahl
von anderen Brücken eben auch modellieren zu können. Sie sehen, das alles hängt hier zusammen, alles bis zum Schluss auch flexibel. Das ist natürlich während der Planung schon toll. Also angenommen, da, Sie müssen später, irgendwann haben Sie schon die Bewährung drin, dann müssen Sie die Stütze noch mal einen Meter verschieben. Das ist normalerweise eine Katastrophe und Sie würden alles tun, dass Sie das nicht machen müssen. Das ist bei uns überhaupt kein Problem. Sie verschieben das alles, alles hängt zusammen bis zum Plan und bis zur statischen Berechnung runter. Hier sehen Sie jetzt automatisierte Erzeugung vom statischen Modell, Bauabläufe, auch mit der Baustatik. Alles ist integriert und alles hängt eben in einem Gesamtsystem zusammen. So, genau, was ist neu bei uns? Wir können also Fertigteilbrücken jetzt auch modellieren. Das ist ein bisschen anderer Konstruktionsansatz. Wir haben freie parametrische Modellierung auch mit drin. Da wurden wir auch gefragt, das bietet jetzt eben neue Möglichkeiten, auch nicht nur Brücken zu machen, sondern alles andere auch. Und ich würde es einfach am Schluss, was auch neu ist, Allplan, mit einem Klick bekommen Sie das Geomodell jetzt auch integriert, einfach in unsere Plattform rein. Da muss auch niemand mehr viel machen. Geht ein Fenster auf, Sie suchen sich die Location raus und bekommen alle verfügbaren OpenGIS-Daten einfach reingeliefert und haben jetzt schon ein gutes Planungsmodell. Genau, und das ist eben das, was wir mit BIMKit hier machen, mit Corfin, wo wir uns überlegen, okay, das parametrische Modell, kann ich das eigentlich jetzt zwischen unterschiedlichen Systemen austauschen? Oder ist es wieder nur ein Datensilo? Wir sagen, es darf kein Datensilo werden. Parametrische Modelle müssen so wie IFC austauschbar sein. Und das ist eben was, was wir hier gerade ausprobieren. Das sehen wir jetzt da. Das ist jetzt zum Beispiel Corfin, Trassenplanung. Auch da hohe Flexibilität, laufen direkt die Kosten auch mit und die Bauzeiten. Da sagen wir jetzt Bauwerkszwang an der Stelle, dann steht da schon mal eine Brücke, und das ist jetzt schon eine parametrische Brücke und der kann ich jetzt so das sogenannte TCL-File zuweisen, das wir dann direkt in Allplan weiterverarbeiten können. Also da gibt es jetzt keine Systembrüche mehr, das kommt gleich hier. Es gibt da keine Systembrüche mehr und Sie können quasi mit zwei unterschiedlichen Systemen am gleichen parametrischen Modell dann weiterarbeiten. Und auch übrigens, wenn Sie das Modell an den Kunden übergeben, für den ist es dann auch, natürlich auch ein großer Mehrwert, wäre das nicht ein starres, totes Modell, mit dem man nichts anfangen kann, wie bei IFC, sondern er hat ein flexibles Tool, an dem er ständig, auch wenn er später was an der Brücke macht oder wenn er mehr Erkenntnisse hat, kann er die direkt auch in Minuten schneller dort einpflegen. Also wir sind hier auf einem völlig neuen Level des Datenmanagements in der Infrastruktur gelandet. Also hier haben wir jetzt, das ist jetzt natürlich im Projekt noch filebasiert, aber das lässt sich natürlich auch in der Cloud. Das sehen Sie, das ist jetzt Allplan Bridge, das ist die gleiche Brücke, die Sie vorhin haben und die ist bei uns und die ist voll parametrisch weiterverarbeitbar. So, darum geht es, ist ein spannendes Thema, gibt es auch viele Challenges da drin. Das machen unsere Kunden mit unseren Tools, die sagen, hey, das ist schön, aber wir machen ganz andere Dinge damit, das merken wir jetzt auch. Also es muss nicht immer eine Brücke sein. Und genau, damit möchte ich mich verabschieden bei Ihnen. Wir haben Stand hier, einen kleinen Stand in der BIM-Area, in der Halle 3.2. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Und wir haben auch das Thema nochmal vertiefend bei uns in der kleinen Inhouse-Konferenz, die ist online. Also wenn Sie da teilnehmen wollen, einfach diesen QR-Code scannen, dann haben Sie das Gleiche, was Sie jetzt in 15 Minuten erlebt haben, können Sie dann nochmal ein bisschen ausführlicher. Dann ist auch Professor König da von der RUB, der Ihnen dann nochmal Daten Informationen geben kann. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, dass ich einen Impuls setzen konnte, der Ihnen in der Weiterentwicklung Ihrer Organisation helfen wird in Zukunft und wünsche Ihnen noch eine gute InterGeo.